Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal erzählen, wie mir der Gips endlich abgenommen wurde. Denn falls ihr euch das Video angeschaut habt, wo ich den Unfall hatte und auch noch das nächste Video, wo ich dann ins Krankenhaus gegangen bin, wisst ihr ja, dass ich mein Bein gebrochen habe und dementsprechend einen Gips hatte. Und genau, heute erzähle ich euch mal, wie er abgenommen wurde. Los geht's! Ach, dieser Kaffee war richtig lecker. So Kinder, also wir müssen bald los. Sophia, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber heute haben wir diesen einen bestimmten Termin. Was meinst du denn, Mama? Du meinst diesen Termin. Natürlich erinnere ich mich noch dran. Wovon redet ihr beiden denn? Ich verstehe das nicht. Was für ein Termin ist das denn? Hä? Ach, Therese, du weißt doch, Sophia hat einen Gips. Und heute wird er endlich abgemacht. Jetzt verstehe ich's. Und darum freut sich Sophia so sehr drauf. Sag es doch gleich. Darf ich denn auch mitkommen? Ja, natürlich. Dann bin ich nicht ganz alleine. Super. Wann gehen wir denn los, Mama? Ja, wir sollten so in ungefähr einer halben Stunde losgehen. Bereitet euch also schon mal vor. Eine halbe Stunde später. Kinder, habt ihr euch angeschnallt? Können wir jetzt losfahren? Ja, Mama, wir sind startklar. So, Kinder, ich hole jetzt noch schnell deinen Rollstuhl, Sophia. Und dann können wir auch gleich reingehen. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Wir sind ziemlich spät losgefahren. Theresa, hältst du mich bitte? Ich kann leider noch nicht so gut auf einem Bein stehen. Ja klar, natürlich helfe ich dir. Komm, gib mir deine Hand. So Kinder, lass uns dann mal reingehen. Ah, schaut mal Kinder, da vorne könnten wir uns hinsetzen. 10 Minuten später. Mami, wann kommen wir denn endlich dran? Mir ist langweilig. Ach Theresa, ich weiß es doch auch nicht. Aber du hättest doch auch gar nicht mitkommen müssen. Und jetzt, wo du hier bist, musst du dich auch gedulden. Sophia Groß, bist du das? Komm, lass uns jetzt mal deinen Gips abmachen. Den hast du ja aber auch schon seit Wochen. Oh, hallo, ja, das bin ich. Endlich wird mir mein Gips abgemacht. Ich freue mich ja schon so sehr. Okay, also setz dich als erstes mal hier aufs Bett. Brauchst du Hilfe? Nee, das kriege ich schon hin. Okay, also du trägst ja diesen Gips schon seit ein paar Wochen und dementsprechend müsste der Bruch eigentlich schon verheilt sein. Spürst du vielleicht noch irgendwelche Schmerzen oder hast du noch andere Klagen? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe das Gefühl, als wäre alles schon wieder verheilt und ja, als könnte ich wieder laufen. Ja, das hört sich schon mal gut an. Dann kann ich auch den Gips abmachen. Aber du wirst nicht Sport machen können. Das auch erst nach einer bestimmten Zeit. Jetzt wirst du es erstmal langsam angehen müssen, langsam laufen. Aber das erkläre ich dir gleich nochmal. Ja, Sophia, also dein Gips ist jetzt ab. Und eigentlich sieht dein Bein auch schon recht gut aus. Wir werden das Ganze aber nochmal röntgen müssen, um nachzuschauen, ob wirklich alles wieder verheilt ist. Du wurdest ja schon mal geröntgt. Darum sollte das jetzt nichts Neues mehr für dich sein. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie dein Bein so aussieht. Ich vermute aber mal, dass alles wieder verheilt sein sollte. Genau, wie ich es mir gedacht habe. Dein Bein ist wieder ganz verheilt und es gibt keine Spuren mehr vom Bruch. Was du jetzt noch beachten solltest, wäre einfach, dass du eben keinen Sport machen dürftest für die nächsten paar Wochen. Und ja, du solltest auch nicht zu schnell laufen, also lieber etwas langsamer, weil dein Bein es einfach nicht mehr gewohnt ist. Yippie, ich kann endlich wieder laufen. Yay, ich freue mich schon so sehr. Ja, Sophia, probier doch mal zu laufen. Okay. Oh ja, das ist recht ungewohnt. Ja, schon ein bisschen anstrengend. Okay, dann laufe ich lieber etwas langsamer. Und Sophia, falls dein Bein wieder wehtun sollte oder irgendwas anderes sein sollte, dann komm wieder ins Krankenhaus und dann schaue ich es mir mal an. Okay, alles klar. Dankeschön. Ach, Sophia, ich freue mich ja so sehr für dich. Endlich kannst du auch wieder laufen. Und Papa wird es bestimmt auch eine tolle Entlastung sein. Dann musst du dich nicht mehr tragen. Oh ja, alles schön und gut. Aber können wir jetzt endlich wieder nach Hause? Mir ist so langweilig. Ja, klar. Na los, kommt schon. Dann gehen wir. Ja,
Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also jetzt habt ihr gesehen, wie ich endlich meinen Gips abbekommen habe. Und ja, am Anfang war es schon recht schwer zu laufen. Aber jetzt kann ich zum Glück wieder normal laufen und mein Bein tut auch überhaupt nicht mehr weh. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!